Das Thema Glasfaser ist total faszinierend, aber es wirft auch viele Fragen auf. Solchen Fragen gehen wir mit unseren Trainern in unserem Schulungszentrum in Hamburg nach. Wir haben bei der Deutschen Telekom unterschiedliche Kabel und ich habe jetzt hier einfach mal das größte Kabel, das stärkste Kabel mitgebracht. Hier sind insgesamt 192 Fasern drinne und die teilen sich auf insgesamt 16 Bündeladern auf. In jeder Bündelader sind 12 Fasern enthalten. Dieses Kabel wird im Verbindungsliniennetz eingesetzt bei uns, das heißt zwischen Verbindung einzelner Vermittlungsstellen im Fernkabelbereich. Fangen wir außen an. Hier sehen wir ganz schön den PE-Schutzmantel, der schwarz dargestellt ist. Danach folgend haben wir hier eine Erde installiert. Die müssen wir installieren, wenn wir das Kabel in eine Muffe einbringen oder in einer Verbindungsstelle abschließen, da wir einen Metallanteil enthalten haben in diesem Kabel. Darunter folgt ein Quellvlies. Dieses Quellvlies dient hier zur Längswasserdichtigkeit vom Kabel. Danach folgend kommen schon unsere Bündeladern, die um ein Stützelement gewickelt sind. In einen sogenannten SZ-Schlag. Das Stützelement dient dazu, um die Form vom Kabel zu bewahren. Und wir haben im Stützelement auch noch ein Zentralelement zur Zugentlastung. Die Farben spielen bei uns im Netz eine ganz wichtige Rolle. Damit der Monteur draußen die Vielzahl an Fasern hier auseinanderhalten kann, brauchen wir einen Farbcode. Dieser Farbcode beinhaltet insgesamt 12 Farben. Wir beginnen mit der Farbe Rot und enden mit der Farbe Rosa. Hier zum Beispiel bei der Bündelader, die markieren wir auch mit unserem Farbcode. Und hier sind aber nun 16 Bündeladern, wir haben aber nur 12 Farben. Damit uns hier die Farben nicht ausgehen, nutzen wir auf die Bündelader 13 bis 16 einen schwarzen Markierungsring, den wir zusätzlich auf die Bündelader mit draufbringen. Somit weiß ich zum Beispiel bei der roten Farbe, ist es nun meine erste Bündelader oder ist es jetzt nun hier meine 13. Bündelader? Der Farbcode finden wir aber auch wieder in der Bündelader. Dort sind 12 Fasern enthalten und diese Fasern sind auch jeweils mit diesem Farbcode markiert. Hier habe ich ein Minikabel. Dieses Minikabel verwenden wir im Hauptkabelbereich, im Zugangsnetz, um zum Beispiel einen Netzverteiler mit unserer Vermittlungsstelle zu verbinden. Hier im Minikabel sind 8 Bündeladern enthalten. Diese Bündeladern sind mit unserem Farbcode markiert. Diesen Farbcode beinhaltet insgesamt 12 Farben, beginnt mit Rot und die letzte Farbe ist dann die Farbe Rosa. In den Bündeladern selber sind 12 Fasern enthalten und diese 12 Fasern sind jeweils auch mit dem gleichen Farbcode markiert. Auch hier wieder beginnt mit Rot und enden mit Rosa. Das Glasfaser-Mini-Kabel darf so nicht in der Erde liegen, sondern muss in ein Speednet-Rohr eingeblasen werden. Dieses Speednet-Rohr muss dann durchgehend gas- und wasserdicht verbunden werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt oder einen eigenen Themenwunsch, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Ich persönlich würde mich natürlich über einen Daumen hoch freuen. Und falls ihr kein weiteres Thema verpassen wollt, dann abonniert doch bitte unseren Kanal.